So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir wollen mal wieder was bestellen beim Pizza Kebab House. Und jetzt haben wir auch endlich die neue, aktualisierte Karte, damit die Preise auch stimmen. Da gab es nämlich letztens ein paar Probleme und ich mag ja das Pizza Kebab House, muss ich ja ehrlich sagen. Da gibt es immer leckeres Essen. Ab und zu, wenn sie einen zu doll in die Mangel genommen haben, gibt es auch mal was gratis. Und vor allem, was ich richtig toll finde, die Spezialsoße kostet nicht extra. Wenn ihr mal guckt bei McDöner, wenn ihr da Spezialsoße auf die Pizza haben wollt, bezahlt ihr 1,50 Euro mehr bei der riesigen. Wenn ihr beim Abo Spezialsoße auf die Pizza haben wollt, dann kriegt ihr die einfach. Das ist egal. Aber nur wenn sie es mal wieder nicht vergessen. Das ist nämlich auch so eine Sache. Immer Mittwoch ist der Pizza-Mittwoch, da gibt es alle riesigen Pizzen für 6 Euro. Und ich habe ja so oft eigentlich immer die Pizza Koch genommen, die fand ich so richtig genial. Möchte ich euch mal kurz zeigen, was Pizza Koch ist. Ich hole es mal kurz hierher. Ich zeige euch das mal. Hier die 83 Pizza Koch. So. Mit Tomatenkäse, Schinken, Salami, Ei, Peperoniwurst, Peperoni, Brokkoli und Spinat. Die klingt also eigentlich richtig gesund. Viel Gemüse drauf, vor allem Brokkoli, Spinat, ne? Aber auch sehr fleischig mit Schinkensalami, Peperoniwurst. Dadurch auch etwas scharf und noch Ei. Für die Konsistenz, dass alles schön glibbrig ist. Jetzt habe ich so oft immer die Pizza Koch genommen am Pizza-Mittwoch. Habe immer gesagt, extra scharf und das war meine Lieblingspizza. Aber die ganzen letzten Male kam es natürlich vor, die Spezialsoße wurde vergessen, scharf wurde vergessen, da war einfach weder was drunter noch was drauf. Wenn es oben drauf ist, dann seht ihr das wenigstens. Meistens tun sie es aber direkt in den Belag, bevor sie die Sachen drauf tun. Also den Boden, dann die Schärfe und dann den Belag drauf. Aber wenn ihr das hochhebt, wenn ihr jetzt schneidet oder abbeißt und ihr seht, da ist gar nichts, ist man schon ein bisschen enttäuscht, wenn man da voll die Schärfe erwarten möchte. Jetzt habe ich einen Tipp bekommen. Ich sollte doch mal die 71 probieren, die Pizza Dennis. Denn, das zeige ich euch nochmal, bei der Pizza Dennis steht hier nämlich 71 Dennis. Mit Tomaten, Käse, Dönerfleisch, Zwiebel, scharf. Klingt erstmal nicht viel, aber dass da ein extra scharf, richtig fett und groß hier in der Karte steht, muss auf jeden Fall was heißen, habe ich mir gedacht. Habt ihr dann letztens mal bestellt. Habe einfach gesagt, ja, die 71, extra scharf, ne? Da kam die an. Ich habe erst gedacht, mit Dönerfleisch, das ist wieder so frampfig. Aber das war so klein drauf gemacht, dass ihr eine Fleischkomponente habt, aber die Zwiebeln dazu eine richtig schöne Note ergeben haben. Und die war nicht nur unten drin im Boden scharf, auch obendrauf hatte ich so eine richtig schöne, so einen schönen roten Teppich gehabt, sage ich mal. Wenn ich noch ein Foto habe, zeige ich euch das mal, wie das aussah. Da habe ich die probiert, da war ich begeistert und habe gesagt, ich glaube, das ist jetzt ab sofort meine neue Lieblingspizza. Es geht zwar immer noch schärfer, aber im Gegensatz zur Koch, wo die ganzen anderen Sachen ablenken, knallt die richtig durch. Deswegen habe ich mich gefreut. Wolltet die mal für euch testen, wollt ihr euch die mal live zeigen. Hab jetzt also beim Abo angerufen, hab die Pizza Dennis genommen, extra scharf, riesig, mit Spezialsoße. Hab auch gesagt, bitte schön scharf machen, bitte oben schön, dass die ganze Pizza rot bedeckt ist. Schön oben nochmal Gewürze drauf, bitte, ne, also wir gucken mal, ob sie das hinkriegen diesmal oder ob es wieder Probleme gibt. Für die Mama haben wir eine Pizza Hawaii genommen. Mit Tomaten, Käse, Schinken, Ananas für 6 Euro groß. Und für mich also Dennis die 9,50 Euro riesig. Macht laut Adam Riese 15,50 Euro. Wir melden uns gleich zurück mit der Pizza und gucken mal, ob alles geklappt hat. So, da sind wir angekommen mit der Pizza. Was natürlich wichtig ist, immer wenn ich dort weggehen möchte, mache ich erstmal den Karton auf, guck rein und schaue, ob da auch Spezialsoße drauf ist. Ihr seht auf jeden Fall, da ist Spezialsoße drauf, aber was sehen wir nicht? Das Scharf sehen wir nicht. Jetzt habe ich mich extra nochmal zu ihm gewandt am Fenster und habe gesagt, ob er bitte, ganz höflich, ob er bitte vielleicht noch oben scharfes Gewürz drauf machen kann, dass das eben schön oben drauf liegt. Er hat gesagt, nein, scharf, hier scharf. Okay, das Scharf ist hier, sieht man nicht. Aber ich hatte es ja trotzdem schon, dass das unten drunter war, aber trotzdem nochmal oben drauf ist. Ich dachte, das ist das Besondere an der Pizza Dennis. Denn wenn ich
irgendeine andere nehmen und sage extra scharf, machen die auch unten scharf rein und dann kriegt ihr die Pizza. Und ich dachte, das Besondere an der ist, dass das eben unten reinkommt und nochmal oben drauf, dass das eben so groß und rot dasteht, extra scharf. Sieht auf jeden Fall jetzt anders aus als die, die ich beim letzten Mal hatte. Jetzt ist mir auch aufgefallen, als ich nochmal die Preise vorgelesen habe, er hat dann genau gesagt, 16 Euro bitte. Jetzt habe ich 16 Euro dabei gehabt, habe 16 Euro bezahlt, aber eigentlich hat das ja nur 15,50 gekostet. Sprich, man wurde schon wieder um 50 Cent betrogen. Ihr habt gar nicht die Möglichkeit, Trinkgeld zu geben oder zu sagen, 15,50, mach 16, stimmt so. Nee, euch wird die Entscheidung eigentlich abgenommen, weil es heißt schon, mach 16, komm, gib her dein Geld, du. Und ich dachte, vielleicht habe ich es wieder verkackt, vielleicht habe ich wieder aus der falschen Karte bestellt, aber ich habe ja eben nochmal nachgeguckt. Das ist ja die neue Karte 2020. Da habt ihr eben für die Pizza Hawaii 6 Euro und für die Pizza Dennis 9,50 Euro. Ich weiß nicht, wo sie jetzt... die Pizza Hawaii haben wir so genommen, wie es ist, da gab es nichts extra dazu. Hier habe ich gesagt extra scharf, aber extra scharf steht ja als extra scharf schon dort. Und hätten sie gesagt, dadurch, dass ich extra Gewürz haben will, berechnen sie nochmal 50 Cent, was sie ja gemacht haben, dann hätten sie doch wenigstens oben nochmal extra scharf draufpacken können. Haben sie nicht. Bin ich schon wieder ein bisschen traurig, weil ich es wirklich bisher nur einmal so gekriegt habe, dass sie feuerrot war und dass sie richtig heftig aussah. So wollte ich sie doch immer haben. Jetzt war es wieder nur ein Lucky Punch. Jetzt muss man wieder gucken. Ich habe gedacht, bei der Pizza Koch geht so viel schief. Nimmst du die, da geht nicht so viel schief. Aber jetzt habe ich sie nur einmal richtig heftig bekommen und zweimal halt einfach so. Egal, wir probieren die trotzdem. Beißen mal ab, extra für euch. Man schmeckt auf jeden Fall die Zwiebeln. Das vermisse ich eigentlich an der Pizza Koch immer, weil da keine Zwiebeln drauf sind. Aber Zwiebeln auf Pizza sind einfach was Herrliches. Wenn ihr hier unten reinguckt, seht ihr auf jeden Fall, da ist natürlich Schärfe drin, Schärfe dran, Schärfe drauf. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die so sonderlich krass ist. Im Gegensatz, wenn ich eine Koch nehme und sage, bitte extra scharf. Ich dachte wirklich, wenn da wirklich steht Dennis extra scharf mit riesengroßen Buchstaben, da muss irgendwas Brutales dabei sein. Und bei der Koch haben sie es auch schon mal so gemacht, dass sie unten Schärfe rein haben und oben nochmal drauf. Und das war richtig genial und ich dachte, extra scharf, du hast unten Schärfe, du hast oben Schärfe und vielleicht noch irgendwas Besonderes zum Schärfen, aber schmeckt eigentlich wie eine normale Pizza, selbst wenn ich jetzt sage, ich nehme eine Salami-Pizza extra scharf. Ist ja wahrscheinlich auch so, dass halt unten dran die Schärfe kommt und dann einfach der Belag drauf. Also es geht auf jeden Fall noch schärfer. Hab schon Schärferes gegessen. Ist also wohl doch nicht die schärfste Pizza der Welt. Ich weiß nicht, was man noch sagen soll oder noch machen kann. Man kann die auch nicht zwingen dazu. Man kann ja auch nicht selbst würzen, außer man tut nachträglich wieder Chili-Soße drauf. Aber das sehen die auch nicht so gern, wenn ich immer Bilder in Facebook poste und dann sage, wenn es nicht extra scharf wird, mache ich halt selber, ne? Das war es aber von meiner Seite aus. Die schmeckt ja trotzdem, aber mir fehlt dieses Besondere auch vom Look. So wie ich sie das eine Mal hatte, so wollte ich die wieder haben. Deswegen werde ich mich wohl weiter auf die Suche begeben nach der schärfsten Pizza der Welt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhau, der schnaufende Adi, euer Ramses.